Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Ja, es geht hier durch und durch zurzeit, denn die Prüfungen kommen langsam näher in der Schule und deswegen muss ich viel lernen in letzter Zeit, obwohl das relativ ist. Ja. Nun gut, wir wollen ja endlich mal zu unserem KV-Dingens kommen und ich sehe gerade dreifach Boni, ja, dann müsste das eigentlich sogar noch schneller gehen. Wunderbar. Ach, Bergpass, die beschissenste Karte überhaupt. Ja, was gibt's denn so Hübsches zu erzählen? Wir haben heute einen Mathe-Test geschrieben und ich hoffe, ich habe eine gute Note. Am Ende, ich muss meine 5 ausgleichen in Mathe. Mein einziges schlechtes Fach. Die 5 habe ich aber auch nur durch einen Unfall bekommen, in Anführungsstrichen. Ja. So ist das nun mal. Tja, dann fahre ich mal über die rechte Seite. Unsere Lehrerin erklärt gerade eine Aufgabe. Und sie ist ja sowieso Österreicherin und auf einmal macht sie Hitlergruß. Ne? Also, aber ich denke eher unfreiwillig. Sie wollte eben zeigen, wo die Sichthöhe ist. Aber eigentlich ist die ja geradeaus und nicht irgendwie über dem Kopf. Ne? Auf jeden Fall flache, ausgestreckte Hand nach oben. Hier ist die Sichthöhe. Und wir dachten so, yeah. Ich habe mir schon gedacht, ob ich den Gruß erwidere, aber ich habe es gelassen. Ich will ja nicht als Nazi dastehen. Ich bin ja auch keiner. Auch wenn mich das alles, das Ganze schon ein bisschen fasziniert. Also fasziniert in dem Sinne von, wie es damals wohl war und wie er es überhaupt geschafft hat, eine Masse so mit sich zu ziehen. Und warum überhaupt ruckelt das Spiel heute so? Naja, gut, wie auch immer. Hm. 10 FPS sind nicht viel. Was nehme ich gerade überhaupt auf? Ich hoffe doch nicht auf Seis. Na, Stucki, was machst du hier? Na, wenn es so ruckelt, ist schon scheiße. Mal kurz schmähen gehen. Wo? Rückwärtsgang. Eine unserer Ketten wurde getroffen. Ich weiß nicht, wo da was ist, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall greift es mich an. Ja, geh du mal vor Mathilda. Ach. Uiuiui, da oben steht ganz schön viel, muss man sagen. Tja. Die Stucke hat keinen wirklichen Bock dafür zu rücken. Ah, jetzt macht sie auch was. Das war's für uns. Raus hier. Na, vom Panzer 4 zerstört. Super. Warte mal, ich mache hier mal kurz Stop and Go. Boah, es läuft doch eigentlich ganz flüssig. Lag's also wieder nur an der Karte und ein Grafiker stellen. Ich muss mal kurz gucken. Einstellungen, Grafik. Schattenqualität mache ich mal auf niedrig. Geländequalität oder so. Ja, gut. Ja, wenn es bei manchen über super mäßig aussieht, kann ich jetzt auch nichts machen. Mein PC ist eben schon etwas älter, wie ich schon mal sagte, glaube ich, irgendwo. Scheißflasche! Wie gesagt, eine 9600 GT, die bringt's halt nicht mehr so. Die ist auch schon alt. Die, wann ist sie rausgekommen? 2009. Jetzt sind wir 4 Jahre später. Ja. Obwohl, 2008 kam die doch schon raus. Oh.
ganz schön altes Ding. Muss sie mal wieder neue kaufen. Irgendwann, wenn ich Geld habe. Ach, ich mache ja vielleicht einen Ferienjob. Mal schauen. Dann kann ich mir mal am besten einen neuen PC holen. Dann verdiene ich so circa 1000, dann gehen 500 erstmal weg für einen neuen PC. Hat mir mein Bruder schon damals geraten, aber naja. Eigentlich wollte ich es für Software ausgeben, aber das wurde dann irgendwie auch nichts und dann gammelte das Geld so bei mir rum, hat sich irgendwie dann verteilt mit der Zeit, ist eher mehr für die Xbox draufgegangen. Und für anderes Zeug, vor allem meinem Roller und Benzin und alles so Scheiße. Aber jetzt wirklich so für PC eigentlich gar nicht. Ach, guck mal, da haben wir schon einen Panzer. Wenn ich den noch ganz sehen könnte, wenn er vor allem halten würde. Ah, die Saudi hält kein WLAN. Wow! Da hat er das auch zerstört. Die rücken auch mal alle vor. Was ist denn los? Wir müssen eigentlich die Flagge holen. Die Artillerie hat hier leichtes Spiel. Tja. Jetzt erobern sie schon den Stützpunkt. Und wir gammeln alle im Wald rum. Das kann's doch nicht sein. Und da fahren auch schon die Panzer vor. Oh. Und andere fette Dinger wollen mich zerstören. Wir haben sie. So, erstmal die, ja, den Waffenbruder zerstören. Es sind noch mehr, leck mich am Arsch, was ist denn hier los? Den haben wir fertig gemacht. Ja, von hinten kein Problem. Da noch eine SU. Jagen wir. Den haben wir fertig gemacht. Schon wieder drei Panzer zerstört, das geht ja echt fix mit der. Ich nenne es jetzt offiziell den Panzerzerstörer. Weil ich mit der, egal was auch ist, immer feindliche Panzerzerstörer immer zerstören kann. Bis auf Hetzer, natürlich. Hetzer sind weiterhin die unzerstörbaren Gegner. Versuchen wir mal irgendwie was. Volltreffer! Obwohl, der Judge. Sieht doch etwas gruselig aus, wenn der einen anvisiert. Jetzt wird er aber ordentlich flankiert. Puh! Okay, ich habe wenig Health, aber. Das könnten wir noch schaffen. Sie haben uns! Raus! Was? Eine Stück 3 von wo? Oh, da vorne. Oh. Egal, wir haben 3 zerstört und ich denke, das Match können wir gewinnen noch. Im Gegnerteam war ein M3 Lee. Ich will endlich diesen dummen KV-1, damit ich das hinter mir habe. Das kann es doch nicht sein. Na, Erlenberg, na super. Auch noch die Map. Ich habe hier immer noch 4 Schokobons. Ich esse die jetzt mal. Ich bin ein Kind. Ich esse Schokobons. Ich mir gerade vorstellen muss, einen Lolli damit anzulocken. Hier, komm, komm. Schokobon. Ja! Oh Mann, heute ist schon so ein super Tag, ey. Oh, was ist denn hier los? Die 28 im Gegner-Team auch. Ich verstehe das nicht. Manchmal kann ich übelst schnell reden, ohne mich zu verhaspeln, und manchmal verhaspel ich mich bei langsamen Wörtern.
Oder beziehungsweise... Auf geht's! Wenn ich langsam rede. Komisches Gehirn habe ich. Komisches. Wir haben immerhin zwei Hetzer. Zwei Elektro. Dem Gegner hat jemand ja gar nichts im Grunde so kräftiges. Ein Panzer, Abwehrpanzer. Jagdpanzer, ja, ich weiß. Oh, was für eine geile Stellung, nur schade, dass die scheiß Mauer sehr leicht weggesprengt werden kann. Ach, da hinten. Ein M5 Stuart. Tja. Wow. That escalated quickly. Fuck die Mauer. Wow. Nein. Immer diese Mütter. Ne? Erschrecken einen immer beim Aufnehmen, das gibt's doch gar nicht. So. Mal schauen, was wir da reißen können. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Immerhin mal etwas. Kette wurde getroffen. Auch. Sie kann jeden Moment reißen. Irgendwie treffen wir immer nur Kette. Wow. Jetzt reicht's mal aber hier. Das ist ja. Da reingeschossen hier, das ist ja. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Was schießt denn da auf mich? Ich habe Angst. Ja. Ach, guck mal, ein T28. Treffer! Wir haben sie! Das wird dein Untergang sein. Wir haben sie übel erwischt! Volltreffer! Untergang! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Boah! Fahr, fahr, fahr! Der Elektro hat versucht auf mich zu schießen. Oh nein! Ah, ich komme hier nicht weg. Scheiß Franzosenpanzer. Der ist erledigt. Suchen wir uns ein neues Ziel. Wieder drei Abschüsse. Diese Folge ist ja mal wirklich gut. Ach du Scheiße, hinter mir ist was. Oh, fuck. Oh, shit. Oh. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Aber nicht rückwärts ins Gehen. Nein! Nein! Fahrzeug zerstört! Na. Wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir. Dann habe ich mehr Punkte. Aber ich habe am meisten Abschüsse diese Runde gehabt. So, Stuck haben wir mal wieder einen Erfolg. Sehr schön. Was, Sensenmann? Was ist denn das? Zerstören Sie mindestens drei Fahrzeuge in Folge mit jeweils einer einzigen Granate. Diese Auszeichnung wird nach Abschluss dieser Serie verliehen. Die Serie wird im nächsten Gefecht mit dem aktuellen Fahrzeug fortgeführt, solange diese nicht unterbrochen wird. Jedes Fahrzeug hat eine eigene Serie. Es gilt die längste Folge. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Aber ich habe doch den Churchill angeschossen. Ach so, ja, okay, da, die Serie davor, die zählt natürlich. Auf jeden Fall geht's hier rasend schnell voran. Naja, mehr oder weniger. Ich brauche locker noch 16.000 EP. Ja, 16.700 insgesamt noch. Naja, so kopfrechnen kann ich, aber bei allem anderen hakt's irgendwie so scheiße. Oh, hier drin wird's schon wieder so warm. Was ist denn los? Die Heizung ist an. Heute Nacht, ich habe das Fenster aufgehabt und alles, aber ich habe trotzdem geschwitzt. Obwohl die Heizung aus war. Und dabei war es kalt.
Also ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe im Schlaf, aber mir war warm. Zu warm. Witzigerweise den anderen in meiner Klasse auch, obwohl es halt kalt war. Ne? Eine Klassenkameradin hat gesagt, sie habe ihre Haare geduscht. Dann habe ich gefragt, ob sie auch den restlichen Körper geduscht hat. Und dann, ja. Ach, die ist schon witzig, ne? Die Lendita Albanerin. Mit der habe ich es irgendwie. Ist immer ganz witzig, mit der zu reden. Vor allem, weil ständig irgendwie unlogischen Sätze rauskommen. Das ist so super. Ach, kompliziertes Vibe. Aber so sind Weiber nun mal. Kompliziert. Außer ein paar. Aber zu einfach dürfen sie auch nicht sein. Ne? Dann geht ja der ganze Charme verloren, ich meine. Ist ja langweilig. So, warum fahre ich eigentlich immer hier entlang? Hier ist mein pures Verderben, verdammt. Seht ihr, da kommt nämlich schon andere Panzer 4. Prallt natürlich ab. Wir haben sie böse erwischt. Jetzt verdrundet er doch eine Stu, mit der will ich mich mal nicht so anlegen. Oh, das sind auch schwere Panzer und Jagdpanzer und alles. Was hat denn da geschossen, bitteschön? War das der Elektor? Churchill, Hetzer, alles nicht so gerade rosig hier. Boah. Immer schön in die Seite reinknallen. Das wirkt Churchills gar nicht. Oh, der Panzer 4 da oben, der ist auch gefährlich, gefährlich. Mit seiner Stuhl. Verdammt, ich weiß gar nicht, wo ich mich jetzt drauf konzentrieren soll. Nein, ich will mich da nicht drauf konzentrieren. Der fährt rückwärts. Scheiße. Oh. Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Fuck, fuck, fuck. Wirkungstreffer! War das Wirkungstreffer? Scheiß SU-85. Ah, die haben das Munitionslager von mir getroffen, deswegen. Wirkungstreffer! Du super, Kette weg. Deswegen lädt er gerade auch so langsam. Eine unserer Ketten ist zerstört, wir sitzen fest. Wie hat er mich erwischt? Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh, scheiße. Ich kann nicht so schnell nachladen, es geht gerade einfach nicht. Weiter geht's. Was hat denn da? Ach, ein LC AMX. Fuck. Der ist so klein. Das war's für uns! Raus hier! Oh shit, kommt da so ein kleines Furzteil um die Ecke, ich glaube, ich bin. Wow, das ist ein Churchill Firefly, oder? Da vorne noch so eine Kanone dran. Ah, Churchill Firefly, was habe ich denn da? Churchill Crocodile, um Gottes Willen. Firefly war der Sherman-Panzer mit der 76-Pfünder, glaube ich. Ah, cool, wir hatten hier wenigstens einen Sieg. Oh, wir kommen dem scheiß KV-1 immer näher. ich kann den mit freien EP holen. Wie viel kostet der? 390.000. Scheiße, dann spare ich lieber, bis ich das Geld habe. So, mal gucken. Ich muss mal gerade gucken, wie viele Minuten nehme ich schon auf. Okay, 20 Minuten, dann können wir noch eine Runde machen. A20? Komm, ich mach mal A20. A20 ist witzig. Da habe ich letztens wieder richtig coole Sachen gemacht. Mit dem A20 sterbe ich zwar immer, beziehungsweise werde immer zerstört. Aber das ist eigentlich scheißegal.
denn ich habe damit so immer so um die 2 Kills, weil mit dem A20 mache ich folgende Theorie, und zwar anschleichen und ausschalten, beziehungsweise stürmen und ausschalten. Es ist halt cool, wenn man weiß, wo ein Gegner ist, und man fährt dann von hinten an ihn dran, knallt ihm ins Heck eine rein und dann fährt man halt so lange um ihn herum oder so lange nicht in seinen Schussbereich, bis man ihn zerstört hat. Das geht mit dem A20 sehr gut, aber wie ihr seht, wir kämpfen gegen einen Löwen, einen T-34, T-26 E4, sprich Stufe 8 Panzer, da haben wir keine Chance mit dem. Wunderbare Sache, da vorne haben wir einen T-34, das ist schon so ein Mordsteil von Russenpanzer. Nein, das ist kein Russe, das ist ein Ami. Was heißt ein Russe, der T-150? Was haben wir noch? Ein Josef Stalin 3. Wieder ein kleiner ELC. Ach, guck mal da. Tiger mit Pantherturm. Bewegung! Das haben wir, ein großer Pantherturm. Leck mich am Arsch. Und da haben wir einen Tiger P. Auf dich habe ich es abgesehen. Du kommst noch irgendwann in meine Garage. Boah, das, nein! Oh, na der. Another single fuck was given. Ein Jackson. Ich finde die so amerikanische Jagdpanzer sehen in meinen Augen sehr modern aus. Mit ihren schrägen Formen und so. Weil davon abgesehen, dass ich schon von größer kalibrigen Waffen schlagen werden können. Die 50 Kaliber sind sie schon ziemlich gut. Aber so ein offener Turm, der war natürlich auch nie optimal. Wenn da die Infanterie mal ein bisschen zu nah kam und eine Granate reingeworfen hat, was ja mit Stielhandgranaten sehr präzise geht, und ich verstehe bis heute nicht, warum man keine Stielhandgranaten mehr verwendet. Ohne Scheiß, Stielhandgranaten sind im Grunde übelst geil. Die kann man weit werfen. An denen kann man übelst viele Sprengkapseln noch dran machen, wenn man will. Warum haben sie die abgeschafft? Hm? Kann mir das mal einer sagen? Ich meine, ich sage ja nicht, dass man die runden Granaten abschaffen sollte. Aber trotzdem, so Stielhandgranaten finde ich nicht schlecht im Konzept. Ich weiß. What the fuck? Was hat der denn für eine fette Kanone? Der ging nicht durch. Wow, nein! Weg! Uhu! Alter, die Kanone zerstört ja alles. Warte, ich kann den Hecker ins reinballern. Daran hast du nicht gedacht, ha? Wirkungstreffer! Scheiße! Der ist abgeprallt! Der ist abgeprallt! Tja. Abpraller! Schieß dich ja halt auf die scheiß Ketten, ne? Wie gefällt dir das? Wir sind erledigt, raus hier! Vom Löwen zerstört. Ach, guck mal, da hinten kam er. Ach ne, ist Josef Stalin, wo ist der Löwe? Naja, wie auch immer. Na gut, das war ja nichts mit der letzten Runde, aber sonst ziemlich gute Runden gehabt. Ja, muss ich schon sagen. Naja, bis auf den Panzerkampfwagen 4, da hatte ich auch gerade so eine geile Runde. Naja, obwohl, das war ganz witzig, wie der ELC AMX da um die Ecke geprescht kam, ne? Ah, die scheiß Maus spackt schon wieder, Mann! Ich brauche eine neue Maus. Ohne Scheiß. Und das soll eine Logitech-Maus sein. So fehlerhaft. Unverantwortlich. Naja gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Panzer vor.